Fraktionslose Abgeordnete Robert Fahle. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Habeck, Sie haben mit Ihrem Selbstzeugnis vollkommen recht. Die wirtschaftliche Lage ist dramatisch schlecht. Und zwar deswegen, weil Sie eine desaströse Wirtschaftspolitik in diesem Land betreiben. Deutschland in der Rezession, die Wachstumsprognosen im Sinkflug 0,2 statt 1,3%. Gratulation, Sie haben ganze Arbeit geleistet und den Wirtschaftsstandort Deutschland in einer Rekordgeschwindigkeit ruiniert. Energie-, Mobilitäts-, Heizungswende, alles gescheitert. Egal, was Sie anfassen, es geht alles schief. Laut DIW-Gutachten hat uns der Ukraine-Krieg bisher 240 Milliarden Euro gekostet. Der DIW-Präsident Marcel Fratscher sagte vor allem, die hohen Energiekosten haben das Wachstum in Deutschland im Jahr 2022 um 2,5% und im Jahr 2023 um eine ähnliche Größenordnung reduziert. Das ist doch alles kein Wunder. Die Grüne Partei ist angetreten, um Deutschland zu ruinieren, als vorauseilender Gehorsam, um Deutschland als Konkurrent gegenüber den USA auszuschalten, die bei uns die Betriebe abwirbt und dafür Millionen Subventionen kassiert. Und ich sage an die Adresse der CDU, wenn ihr, Herr Merz, ein Zusammengehen mit den Grünen praktizieren will, dann wird er genau diesen Merkel-Kurs der vergangenen Jahre, keine Atomenergie, Ausstieg aus der Kohle, Deindustrialisierung auch fortsetzen müssen. Der, wer mit den Grünen zusammen macht, der macht nicht nur den Krieg zusammen, sondern der zerstört mit denen zusammen auch unsere Wirtschaft. Und das sollen sich mal die Manager in Deutschland hinter die Ohren schreiben. Vielen Dank. Als Nächste hat das Wort für die SPD-Fraktion Lena Werner.